Gibt es das Jungfernhäutchen eigentlich wirklich? Nein, gibt es nicht. Und es ist wichtig, dass dieser Mythos endlich verschwindet. Es gibt das Bild, dass das Jungfernhäutchen wie eine Frischhaltefolie da unten gespannt ist und beim ersten penetrativen Sex reißt und blutet. Lange wurde genau das als Beweis der Unschuld und Jungfräulichkeit der Frauen benutzt. Was jedoch wirklich da unten zu finden ist, ist das Hymen. Das ist ein kranzförmiger Schleimhautsaum und sieht bei den meisten Frauen oder auch bei manchen Transmännern so, so, so oder so aus. Eher wie so ein Teil hier. Und dieses ist, wie die Vagina, sehr elastisch. Deshalb bluten 50-75% beim ersten Sex auch gar nicht. Wo die Mythen rund um das Jungfernhäutchen herkommen und was diese noch für gefährliche Auswirkungen haben, lest ihr in der Schule gegen Sexismus.